You okay? How do you feel? I'm okay. Just a little headache. Hold on. Dude, we gotta go. Hold up. Is he okay? I wanted to rescue you, but I had to use my power. I didn't want to hurt him. He's okay. Don't worry. Wir müssen weg. Können wir die nicht? Juan, who are these people? Warum kann ich mit denen interagieren und mit denen nicht? Warum kann ich die nicht rausholen? Diego. They came all the way from Mexico and got thrown in jail for it. As for the others, they're the ones who tried to shoot you. What? They got locked up? Good. Go to hell. Okay, ich wollte gerade sagen, können wir die nicht bitte mitnehmen? Hold on. We're gonna get you out. Daniel? What? That's it. Gracias. Muchas gracias. Espérenme aquí. Until I check this out. Of course. Vielleicht haben wir durch sie eine Möglichkeit, da rauszukommen. Also besser drin rauszukommen. What the fuck are you? Oh Mann, ey. Ich weiß, es wird dumm sein. Ich weiß, es wird dumm sein. Ich weiß, es wird dumm sein. Daniel, can you open our cell? What if they attack us? They won't. Trust me. All right. Step back. What are you doing? You're welcome. Why? What did you do that for? Because we're not assholes. Thank you. Yeah, don't make us regret this. Okay. Ich meine, das kann trotzdem auch zierisch nach hinten losgehen, aber... I killed him? No, no. He's okay. Stay here. He's out for the count. Settle down. I can't listen. Shh. Okay. Shit. All night. Shoot. Hands up. Do not move. Wait, Sean. Okay. Stay back, you're Daniel. Let me think. Sean, what do I do? Quick, come near. I gotta find something to stop them. The luck, dude. Fuck! We will shoot if we need to. Understand? Okay, vielleicht funktioniert das. Wir können durch die Tür raus. Aber dann geht's bis ins Storage. Do something! Okay, what the fuck? Do not move! This is our last... Throw that blöde Idee. Blöde Idee. Blöde Idee. Ich weiß nicht, ob ich noch eine andere Wahl gehabt hätte. Scheiße. You saved us. Warum kam das nicht öfters im Spiel? Das ist... No choice. Mann. No. Sorry. Ich feiere das gerade auch, wenn ich wahrscheinlich die falsche Entscheidung getroffen habe. I think our fans are in there. Was? Ja, mach auf hier. Das Ding ist, jetzt habe ich mal das Gefühl so von Anspannung, weißt du? Ich habe nicht genug Zeit, um irgendwas nachzudenken oder zu entscheiden. Sondern muss ein bisschen mehr intuitiver handeln. Okay, but be quick. Na? Dass es jetzt hier um mehr geht. Nein. Kann ich Swaggy mitnehmen? They must really feel threatened to put so much effort into this. Deshalb bin ich nicht hier. Kann ich das Gewehr vielleicht außen, also nicht mitnehmen, aber... After this, you're not gonna hunt shit anymore. Okay. Look at that. Crime Central. Come on, Sean! We gotta go! Bet it belongs to one of these trigger-happy people. Sean, come on! Kann ich nicht irgendwas mitnehmen? Ja, ich sag mir nicht, dass das bloß ein Souvenir ist. Pretty good memory. Och, lol. From a pretty bad place. Lol, Tatsache. Ja, geil. Okay, raus jetzt hier. We would be so dead if we didn't have Daniel's power. Vielleicht musste ich die auch verletzen, es gibt keine andere Möglichkeit, aber... Mann.
Take it out, Daniel. Que Dios los bendiga. Okay, go, go! Let's roll, Daniel. Hurry, Sean! Drive! Nobody is chasing us. Not yet. Emergency! This is an all-points bulletin for every unit in the area. Multiple prisoners, two adults and two teenagers, have escaped from the El Rey police station. They are considered armed and dangerous. Repeat. Are we still going to Mexico? Yeah. We got nowhere else to go. Sean, it's the 4th of July. Our first one without Dad. You're right. Remember how he was so into fireworks every year? He always made us go too early so we could get a good spot. I know. He was so corny. He said he was proud to live in his country. Sean, what are we gonna do? Sean! Sean Diaz! It's over! Don't make this worse! Get out of the car! Slow! Wave your hand above your head! Do exactly what I say! You know that day in Seattle? The day Dad was shot? I think about it every day. And I would give anything to change what happened. But I can't. I'm sorry for my mistakes. I tried my best. I swear. Sean. I'm so proud of you, Nano. Just like Dad would be. We both learned a lot together. But you can make your own rules now. If we surrender, they will separate us, Daniel. And if that happens, promise me that you will always do the right thing, okay? Don't waste your power. Be smart like you already are. I don't want to be separated. Hear me out. Please. Don't make any more mistakes. Whatever happens, always remember that you're Daniel Sean, Diaz. You know this is I promise, Sean. A trap.
So, how does the story of the Wolf Brothers end? Endlich mal ein bisschen Spannung drin. Und ich habe mich jetzt schon entschieden. Kurz und knapp. Also, weil es für mich das Interessanteste ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht gut ausgeht. Und euch stellen. Es würde uns keiner glauben. Es wäre halt so schön, wenn man die Möglichkeit hätte, einfach zu sagen, ey, die Leute sollen da stehen bleiben. Ich kann alles mit einer Sache erklären, wie es dazu gekommen ist. Und dann zeigt er einfach den ganzen Leuten seine Kraft und dann. Und da soll auch jemand auf Video aufnehmen, ne, dass man das sehen kann. Dass wir genug Zeugen dafür haben und dass wir die wirkliche Version erzählen können. Das wird halt niemals passieren, deswegen, ich glaube, wir werden dann da enden. Das Ding ist, hier ist das eine der wenigen Male im ganzen Spiel, wo ich das Gefühl habe, das ist mal eine wirklich wichtige Entscheidung. Es kann nämlich auch sein, was ich mir durchaus vorstellen könnte, dass wir jetzt schon sterben werden bei dem Versuch dabei. Dass der alleine bleibt. Da ich mich aber kurz und knackig gleich dafür entschieden habe, ich will nicht zu viel darüber nachdenken, weil ich dann vielleicht am Ende doch da lande. Ich meine, und im Endeffekt wird es für mich noch einen zweiten Durchlauf geben. Okay. Wir versuchen es. They make it to the other side. What? You sure? Trust me, okay? Just get us through. Hold on tight. Oh, fuck! I don't wanna! I'm not hurting anyone else! Sean! Open fire! It's too late! They're shooting at us, Daniel! This is the only way! I'm sorry, Sean. I have to go. What? What are you talking about? Don't turn back for me. Daniel! Okay, I'll be happy in Mexico. Nice gemachter Sinn. Hatte ich überhaupt nicht im Blick.
Oh Mann, das Ende. Ich bin wirklich froh, also, wie soll ich sagen? Ich bin jetzt am Ende wirklich froh, dass mir das Spiel doch wenigstens nochmal ein richtig breites Grinsen und ein kleines bisschen Gänsehaut verschaffen konnte, gerade am Ende. Denn ich habe ja auch gerade noch gesagt, so, ich spekuliere viel rum und sowas, wie was passieren könnte, aber damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass er sich gegen uns in Anführungsstrichen stellt. Und das erste Gefühl war auch so, toll, ich habe doch eigentlich versucht, darauf hinzuarbeiten, dass wir gemeinsam alles machen und dann gemeinsam drüben sind und so. Aber nachdem ich jetzt die Bilder gesehen habe, wie es danach weitergegangen ist, vielleicht, also ich weiß nicht, ob es hier wirklich das ein gutes, ein schlechtes und das allerbeste Ende gibt, weiß ich nicht. Aber gefühlsmäßig ist es gerade so, dass das für beide vielleicht doch das Optimalste ist. Ich meine, ja, Daniel ist jetzt bei den Großeltern aufgewachsen oder so. Scheint ihm aber ein sehr gutes Erleben ermöglicht zu haben. Uns an sich auch, weil, wenn ich das richtig gesehen habe, war Cass noch da gewesen auf dem Bild. Und wir haben unseren Sonnenuntergang bekommen. Es scheint uns ganz gut zu gehen. Also alles schick, weil wenn man mal drüber nachdenkt, ist es eigentlich das, was Daniel wirklich wollte mit darüber gehen? Ist er dem gefolgt, was wir mehr oder weniger ihm gesagt haben und er vielleicht am Ende für sich selber entschieden hat? Das ist eigentlich gar nicht der Weg, den ich gehen möchte, sondern das ist der Weg, den du gehen willst. Ne? Ich weiß nicht, ob das Optimalste war für beide, aber es ist zumindest ein schöner Gedanke und vielleicht, ich will ja eh noch ein zweites Ende präsentieren, habe ich Glück, dass er es relativ schnell machen kann, weil wenn ich die Episode so auswählen kann, beziehungsweise das letzte Ende, meine Dings müssten eigentlich gespeichert sein, meine Entscheidung, dass wir einfach nochmal die Entscheidung treffen, okay, wir stellen uns und dann haue ich das mit rein. Falls nicht, ich werde so oder so nochmal spielen, allein wegen den Sammelgegenständen und vielleicht kann ich dann, wenn ich mich ganz anders entscheide, doch noch das dritte irgendwie rausbasteln. Zeit genug sollte eventuell sein. Was aber hier das Problem ist, jetzt habe ich das Ganze gut angesprochen, jetzt zu den, Kritikpunkten. Ich habe mir im Vorfeld schon einiges zurechtgelegt gehabt, aber wie es halt manchmal gerne so ist, das jetzt alles nochmal zusammen zu kramen, ist ein bisschen schwierig. Dass das nicht so ist wie der erste Teil, ja, und dass viele dann vielleicht auch enttäuscht waren, kann ich eigentlich gut nachvollziehen, denn es ist im Endeffekt eine nett erzählte Geschichte. Aber dann hört es auch irgendwie auf. Ne? Zumindest habe ich hier bloß bei zwei oder drei Stellen mal irgendwie das Gefühl gehabt, die Entscheidungen, die wir wirklich treffen, sind krass wichtig. Gerade das, wo du diesen Splitscreen hast, kam mir nie so extrem relevant vor, was halt ein bisschen schade ist. Liegt eventuell aber auch daran, dass die Episoden halt so geschrieben sind, dass ja, es ist eine Reise und du lernst in jedem Kapitel neue Leute und sowas kennen, dass du das aber nicht begleitend für übers ganze Spiel irgendwie hast. Also, dass die Charaktere im Endeffekt immer nur mehr oder weniger ausgetauscht werden und die, je länger man das spielt, desto irrelevanter sind dann neue Charaktere. Gerade bei Captain Spirit hätte ich gedacht, okay, da man ja so gesehen so einen Teaser spielen konnte, dass der dann halt nach der zweiten Episode auch noch wichtiger wird, war aber gar nicht mehr der Fall gewesen. Der war halt nie mehr da. Vielleicht ist das auch der eine große Schwachpunkt, warum man sich vielleicht nicht so krass damit identifizieren kann oder warum sich das immer so anfühlt, als ob du immer wieder was Neues anfängst und nach dreieinhalb Stunden ist das vorbei und du fängst dann wieder was Neues an. Mir fehlt da vielleicht so ein bisschen die Verbundenheit oder dass die Charaktere vielleicht im letzten Szenario nochmal wiederkommen. Weiß ich nicht. Es war okay, es war jetzt nicht total scheiße oder so, das will ich damit nicht sagen, ne? Aber es war halt nur in Anführungsstrichen okay. Ich meine, ich kenne andere Spiele, die so eine Thematik oder die zumindest entscheidungsfreudiger, wo der Schwerpunkt auf Entscheidungen liegt, die besser waren. Und ich will das nicht unbedingt mit dem ersten Teil nur vergleichen. Ich meine, mittlerweile gab es ja halt viele andere Teile auch von dem Entwickler, wo ich mal mitgekriegt habe, dass ich echt alle Spiele von dem gespielt habe, was echt lustig ist. Also jetzt zumindest alle Spiele. Und da wurde es zum Beispiel in der jüngeren Vergangenheit, zumindest bei Tell Me Why, auch doch so gemacht, dass die nur drei Episoden statt fünf gemacht haben. Ich könnte mir gut vorstellen, das hätte dem Spiel auch gut getan, das alles ein bisschen gerafter zu machen, weil es hat sich teilweise doch ein bisschen gezogen angefühlt.
wär vielleicht besser gewesen, ne? Und ich meine, ich bin ja jetzt sogar noch in dem, oder hab das Glück, dass ich das halt an einem Stück spielen konnte. Wenn du halt Monate warten musst, ist das halt auch nochmal so eine Sache. Da gibt's dann auch nicht so viel Vorfreude. Beim ersten Teil haben sie es ja auch so gemacht gehabt, dass du nochmal einen nicen Cliffhanger hattest, wo ich zumindest bei den ersten drei Episoden dann da saß und dachte so, willst du mich verarschen? Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Und das hatte ich hier halt leider nicht so. Ne? Klar, sie wollten wahrscheinlich auch eine andere Herangehensweise machen, aber funktioniert für mich halt leider nicht so gut. Naja, aber gut, was will ich da jetzt noch großartig dran rummäkeln? Das Spiel ist jetzt 3 Jahre alt. Ne? Und es gab's auch schon andere Games, die an sich alle vom Storytelling und sowas okay waren. Vielleicht ist das halt auch das Blöde, wenn man als, es war ja nicht ihr erstes Werk, aber als zweites Spiel so ein Hammer eigentlich irgendwie raushaut, so was Innovatives, dass man halt immer daran gemessen wird. Na, was meistens leider nicht ausbleibt. Ich versuche das ein bisschen, oder ich versuche das nicht so wirklich krass zu machen, aber naja, es bleibt halt bei mir auch nicht unbedingt aus. Den Erwartungen kann man dann meistens sowieso nicht gerecht werden. Ja. Aber wie gesagt, das Ende trotzdem nochmal, das hätte ich mir halt vielleicht bei jeder Episode irgendwie gewünscht, weil das wieder dieses Überraschende war. Vielleicht hat mir auch einfach nur das Überraschende so in manchen Sachen gefehlt. Wo die Mutter ankam, war eigentlich auch okay. Aber ansonsten, dass nochmal ein Bezug zum ersten Teil gemacht wurde, war cool. Das hatte ich ja an der Stelle schon erwähnt gehabt, dass man eine Anfangsentscheidung treffen musste, die jetzt im letzten Kapitel erst so irgendwo aufgelöst wird. Fand ich halt eine nette Idee, aber ist halt, ja, nicht wirklich relevant gewesen. Also es wäre schöner, das irgendwie einzubauen, aber das ist dann er wäre eher so ein Ding gewesen, dass vielleicht der erste Teil so ein bisschen beim zweiten mit reinmischen will, um das interessanter zu machen. Ist dann auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich finde es cool, dass sie es mit reingehauen haben, aber wirklich relevant hat sich es jetzt für mich nicht angefühlt. Es war mal nochmal eine schöne Erinnerung. Jo, okay, damals an Chloe und okay, den Typen habe ich jetzt hier nicht erwartet. Das war halt auch eine Überraschung gewesen. Habe ich halt auch gefeiert und gerade das Ende auch, wo ich vielleicht ein bisschen weniger Zeit hatte. Das Spiel ist jetzt nicht darauf ausgelegt, dass du schnelle Entscheidungen machen musst, wie bei Detroit zum Beispiel. Das hat auch sehr gut funktioniert. Ist halt eine andere Herangehensweise, ne? Aber hätten sie das vielleicht öfters mal eingebaut, damit man so ein bisschen Adrenalin, sage ich mal, wieder kriegt, wäre vielleicht sogar auch besser gewesen, ne? Um das Ganze spannender zu gestalten. Weil es hat sich, wie gesagt, nicht so krass wichtig angefühlt, ob ich ihm jetzt das zumute oder die Richtung versuche, in die Richtung zu lenken oder die Richtung zu lenken, weil es wurde irgendwie fast immer ein bisschen zunichte gemacht. Ja, kann man vielleicht auch nicht unbedingt sagen, weil zum Beispiel das Geld oder so, dass du mit wenig anfängst und im Endeffekt ist das, man hat erst den Gedanken, okay, das ist relevant für später irgendwann und so, aber das war es dann gar nicht. Es wurde dann quasi wieder auf Null gesetzt oder auf einmal hast du dann sehr, sehr viel Geld, weil du hast ja lange arbeiten und sowas, ne? Aber das ist dann auch wieder alles weg. Keine Ahnung. Ich kann höchstens hoffen, dass bei meinem zweiten Durchgang, dass ich das vielleicht so machen kann, dass ich halt Kohle und alles sowas behalte. Vielleicht ist das dann wirklich auch einfach die dritte Sache, dass wir dann gar nicht erst im Knast landen, sondern Leute bezahlen können, vielleicht nochmal ein bisschen was extra kriegen. Das war ja zum Beispiel bei Twin Mirrors auch so der Fall gewesen. Da ist je nachdem, wie man da was regelt, sage ich mal, dass man dann auf einmal noch eine wesentlich längere Sequenz hat, wo man mit jemandem sprechen konnte, wo dann Secret Ende, will ich nicht sagen, aber das vernünftige Plot-Ende kommt oder das interessante Plot-Ende kommt, dass das hier vielleicht auch so gemacht haben. Weiß ich noch nicht, werde ich aber, ihr werdet auch nie herausfinden, mal gucken. Was wir aber mal machen könnten, also ich weiß jetzt nicht genau, wie lang die Credits gehen, weil ich habe die jedes Mal dann übersprungen und dann hast du ja am Ende deine Aufstellung. Ich möchte die Credits aber ungern überspringen, sag ich mal so. Ich habe jetzt auch, glaube ich, lang genug gelabert, dass die fast durch sein müssten. Aber Square Enix präsentiert halt gerne viel. Deswegen würde ich für den Moment erstmal sagen, jo, ich klinge mich dann erstmal aus. Dann sehen wir uns bei meinem finalen Entscheidungsgedönse wieder. Ich werde zwar leider nicht sehen, wie viel Prozent die anderen das haben, aber ganz ehrlich, das ist mir auch nicht so wirklich wichtig. Na, vielleicht wäre es für euch interessant, aber ist mir relativ egal, weil ich es ja eh zweimal spielen werde. Keine Ahnung. Ja, vielleicht kommt dann auch noch eine kleine Sequenz
Und eigentlich müsste man theoretisch daran erkennen können, ob es wirklich nur drei Enden gab. Zumindest ich hatte irgendwann auch immer irgendwann mal von Life is Strange irgendein Vorschaubild. Und da stand halt All Endings drin und dann waren halt dreimal ein verschiedener Shawn irgendwie. Deswegen bin ich auf drei Enden gekommen. Ich habe mir das natürlich nicht angeguckt. Ich will das ja selber herausfinden, wie das geht. Aber ja, bloß, dass ihr wisst, wie ich darauf eigentlich komme, dass es hier drei gab. Ja, wie gesagt, ich klinge mir jetzt mal kurz aus und dann sehen wir uns bei dem Endgedöns. Ihr wisst, was ich meine, wieder. Also, bis gleich. Thank you.
Ja, hi. Da bin ich wieder. Und am Ende habe ich jetzt dann doch, ist mir dann doch eingefallen, okay, man konnte die ja beschleunigen. Ich meine, wen es interessiert, der kann sich dann weiter gucken, ein bisschen langsamer. Statistik von Freunden gibt's halt nicht. Neue Verbindungsversuche ich auch nicht. Es sind bloß die beiden Sachen. Okay, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, ist okay. Wolfsrudel? Okay, muss ich mal gucken, wofür das dann steht. Nee, hier sind ja die Endentscheidungen. Okay. Das ist halt das Blöde, wenn man sich das nochmal durchlesen kann. Man wüsste wahrscheinlich schon, was das ist, aber eine Cinematic möchte ich am Ende doch gerne haben. Okay, Daniel wurde nicht gebeten, die Polizisten zu töten. Okay, das war aber... Fließen da mal unsere Entweder-Oder-Entscheidungen eigentlich gar nicht mit ein? Es waren bloß die beiden gewesen, ne? Wir hatten ja im Kapitel plus zwei gehabt, dann habe ich die ja gar nicht richtig gesehen, aber okay. Hatte keine Probleme damit, die Polizisten zu töten. Kommt halt darauf an, wie ich den wahrscheinlich im Vorfeld lenke. War zögerlich, aber gezwungen, die Polizisten zu töten. Daniel hat sich geweigert, die Polizisten zu töten. Ja. Okay, mal gucken, ob jetzt noch doch noch was kommt. Theoretisch, ja. Okay, habe ich gerne gemacht. Aber. Lol. Du die Seite mehr kaufen besuchst? Möchte ich? Was will ich dann noch mehr kaufen? Okay, ich dachte, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass noch mal irgendein kleines Snippet oder sowas kommt. Wird es an der Stelle nicht. Ja, das war es auf jeden Fall im Endeffekt komplett jetzt mit Life is Strange 2, beziehungsweise nicht ganz. Wie gesagt, ich möchte gerne noch ein anderes Ende erspielen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt dann wieder auf Neustart ist. Ich würde halt gerne am Ende bleiben und dann je nachdem nach den Entscheidungen, die ich eh schon getroffen habe, ein Ende wählen. Und nochmal neu werde ich es ja so oder so spielen. Und das müsste auch zu machen sein. Und was vielleicht eine Fortsetzung angeht, ich weiß nicht, wurde da glaube ich schon relativ viel drüber spekuliert. Interessiert mich aber ehrlich gesagt ein bisschen weniger, wann das kommt oder so. Wäre schön, wenn es kommt, ist aber halt das Problem, wenn das viele so auffassen, dass dann wie Teil 1 wird oder sowas, mit der Spannung und sowas her oder wieder was ganz anderes. Ja, das wird sich dann halt so ein Vor-Nachfolger mehr oder weniger bieten lassen müssen. Auch wenn sie da, denke ich mal, Bestes versuchen, das gut umzusetzen oder so. Man kann es halt nicht allen nicht recht machen. Falls ein dritter Teil kommt, kann ich bloß sagen, ich hoffe nicht, dass der episodisch wird. Ist aber sehr wahrscheinlich, denn so eine Sachen, auch wenn ich vielleicht nicht lange drauf warten muss oder so, das hatte ich zum Beispiel bei Tell Me Why gehabt, da war es an sich bloß eine Woche, finde ich trotzdem immer ein bisschen doof für so eine Spiele. Ich meine, damals kann ich nicht bewerten, da monatelang teilweise zu warten. Bei Tell Me Why war es halt zum Beispiel bloß eine Woche und ich weiß auch, also ich kann mir gut vorstellen, dass das Spiel eh schon eigentlich fertig war und dass es dann halt bloß die Episoden im Wochenrhythmus rausgebracht hat, damit man über das Spiel nochmal reflektieren kann. Aber funktioniert bei mir halt nicht so wirklich gut, weil wenn ich mich dann so reinsetze, selbst wenn ich jetzt aufnehme, spiele ich das halt nicht so lange, wie wenn ich es privat spielen würde. Am Endeffekt hast du halt eine Episode an einem Tag durch. Und dann wartest du halt noch eine Woche und wer reflektiert wirklich über ein Spiel so lange nach, auch wenn es einen Cliffhanger noch gibt oder so und man halt gespannt ist, wie es drauf weitergeht, dann funktioniert vielleicht gerade noch so, weil dann freut man sich ja auf den nächsten Teil, wenn das eher so, ja, ist okay, aber ich würde doch gerne mal weiterspielen, vielleicht kommt da ja noch was, da ist das schon wieder eher doof, ne? Deswegen dieses drauf warten, ist nicht meins. Klar, fühlt man vielleicht am nächsten Tag noch mal ein bisschen drüber nachdenken oder so, was wäre wenn oder so, aber das war es dann im Endeffekt auch schon wieder, zumindest für mich. Deswegen, wie gesagt, wenn Life is Strange 3 vielleicht irgendwann mal kommen sollte, hoffe ich, dass es nicht episodisch gemacht ist, sondern an dem Stück. Ich meine, das haben sie ja zum Beispiel bei Tremoro, ne? Kann man das gut festmachen, haben sie ja auch schon probiert. Ist ein Spiel halt auch okay, man musste halt sich ein bisschen sehr viel reinfuchsen und ein bisschen sehr viel rumprobieren, damit man, nochmal ein Special-Ende, sage ich mal, in Anführungsstrichen kriegt oder ein richtig interessantes Ende. Dennoch haben sie es halt gezeigt, dass das auch an einem Stück geht. Deswegen
ja. Würde ich mir hoffen, falls der dritte Teil kommt, dass das dann ein Ebenstück ist. Alles klar. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Jetzt wird am Ende nochmal eine andere Cinematic dann kommen, je nachdem, wofür ich, was ich erreicht habe. Falls das total in die Hose gehen sollte, kann ja auch manchmal sein. Und ich versuche mich trotzdem irgendwie anders zu entscheiden, wie beim eigentlichen Durchlauf. Und es läuft im Endeffekt aufs selbe Ende hinaus. Dann sorry. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich sage trotzdem schon mal vielen Dank. Morgen ist auf jeden Fall mit Blast Action lastigeren, sage ich mal, um die Uhrzeit weiter. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann da. Also vielen Dank nochmal und bis dann. Ciao, ciao. Hi. I think their story ends right here. Here? But I could... I get it. That's not who we are. Exactly. We're not criminals. We're just kids. And we still have time to choose what life we want to live. You're my brother. And I love you. I love you too, Sean. It's gonna be all right. I promise. You promise? For real this time? I do. We're doing the right thing. Just try and remember what I taught you. I mean, only the good shit. I will. I swear. I'm sorry about all this. We're gonna look after your brother. That's my word. Okay, he's ready. Sean! No! Sean! Oye, he's gonna be fine. Daniel! You're not a little wolf anymore. Never forget who you are. Never. Thank you.
make it to the other side. Be careful. We can go now. Yeah. Let's go home. Thank you.
Thank you.
think their story ends right here. But... no! No! Daniel... come on. So we went all this way? All that shit? For nothing? You told me... we were going to Mexico. You said... we're done! The end! It's not who we are. Now it's my turn to take care of it, Sean. Everything will be all right. I promise. Daniel! No! Stop! Shoot! Shoot! Open fire! Sean?